Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Vor einiger Zeit habe ich eine Schachtel bekommen aus Deutschland. Und nein, das ist nicht von Amazon gekommen, obwohl es eine Amazon-Schachtel ist, sondern von einem sehr netten Zuschauer aus Deutschland, dem Benjamin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der Benjamin hat mir da ein paar sehr nützliche Dinge eingepackt und ich möchte mit euch gemeinsam heute diese Schachtel durchgehen und euch zeigen, was ich da so bekommen habe. Mehr dazu nach dem Intro. Im Zuge meiner Bug-Out-Bag-Videos hat mich ein sehr netter Zuschauer aus Deutschland angeschrieben. Wie gesagt, das war der Benjamin und er hat mir seine Hilfe angeboten im Bereich Erste Hilfe. Und da das für mich immer noch ein etwas unangenehmer Bereich ist, weil ich hier nicht das große Fachwissen habe, habe ich dieses Angebot dankend angenommen. Und er hat mir tatsächlich ein paar Dinge zusammengestellt. Er hat mir erzählt, dass er Zugang hat zu solchen Dingen, die ich da brauchen könnte und er möchte mir das einfach schicken. Und das hat er tatsächlich gemacht. Ich möchte gleich mal an dieser Stelle herzlichen Dank an Benjamin sagen, dass er sich die Mühe gemacht hat. Und ich denke, da steckt einiges an Überlegung drinnen, was er hier in diese Schachtel hineingegeben hat. Und das ist nur großartig und ich weiß eigentlich außer Danke nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir auch leid, dass ich mich so lange jetzt nicht gemeldet habe, weil die Schachtel habe ich schon einige Zeit zu Hause, aber es war jetzt in letzter Zeit für mich auch sehr stressig und ich bin wirklich nicht dazu gekommen, da näher nachzuschauen und ich mache das heute einfach gleich im Zuge eines Videos. Das ist für mich der einfachste und schnellste Weg und so seht ihr auch gleich, was da so alles drinnen ist. Er hat mir auch gleich dazu gesagt, wenn ich irgendwelche Fragen habe in Bezug auf die Ausrüstung, die hier drinnen ist, dann kann ich ihn jederzeit kontaktieren und das muss ich vielleicht auch tun, aber schauen wir uns die Sachen im Detail mal an. Er hat mir hier eine weiße Matte hineingelegt. Da bin ich mir schon mal nicht ganz so sicher, was man damit macht. Ich gehe davon aus, dass das eine Unterlage ist, um vielleicht getrennt von der Nässe irgendwo liegen zu können. Und auch im medizinischen Bereich gibt es diese Unterlagen, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Wunde hat, damit man das quasi unterlegen kann. Ich frage ihn da aber noch im Detail, was man damit macht. Oder wenn er jetzt das Video sieht, wird er mich vielleicht auch noch kontaktieren und mir genau erklären, was ich damit machen kann. Als nächstes hat er mir hier ein Tourniquet hineingelegt. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, für was man das verwendet. Es geht hier einfach darum, dass man hier Gliedmaßen abbinden kann, auch mit einer Hand. Also ich könnte mir hier meinen linken Arm quasi selber abbinden mit diesem Tourniquet. Den Umgang oder die genaue Verwendung muss ich mir selber noch genau anschauen, weil nur weil man so etwas hat, heißt das nicht automatisch, dass man auch den Umgang damit sofort beherrscht und genau weiß, wie man das einsetzt. Aber ich kenne zumindest dieses Tool und weiß, was man damit machen kann. Er hat mir auch hier zwei Erste-Hilfe-Broschüren oder zwei Erste-Hilfe-Handbücher hineingelegt. Die werde ich mir selbstverständlich auch im Detail anschauen und ich hoffe, dass ich da einiges daraus lernen kann. Es geht weiter mit einem kleinen Säckchen. Hier befinden sich hauptsächlich Pflaster drin und Pflaster sind Dinge, die man immer brauchen kann. Und hier ist auch noch ein steriler Verband, der komprimiert verpackt ist. Den kann man sicher auch brauchen. Weiter geht es dann mit dieser Emergency Bandage. Also das ist auch ein komprimierter Verband, eine nicht klebende Verbandkompresse. Steril verpackt in Vakuum. Weiter geht es mit einer, ja, zur äußeren temporären Anwendung steht hier eine blutstillende Wundkompresse. Hier kann man also Blutungen schnell damit stoppen und hinten ist sogar eine Gebrauchsanweisung drauf, die ich mir natürlich im Vorfeld durchlesen werde und nicht erst dann, wenn ich so etwas brauche. Weiter hat er mir dann noch OP-Handschuhe hier in das Paket gelegt. 8,5 ist die Größe. Ich glaube, das wird mir sogar passen. Sterile Handschuhe sind nie verkehrt und es geht da vielleicht auch nicht nur um den Schutz eines Verletzten, sondern auch um meinen eigenen Schutz, damit ich mich nicht mit irgendetwas infizieren kann. Eine ganz tolle Sache aus meiner Sicht ist ein Wunddesinfektionsmittel, Octenisept. Das ist auch eine bekannte Marke und das ist sicher eine Sache, die ich in meinen Bug-Out-Bag geben werde. Vielleicht sogar in meine MIT-Tasche, also in die Most Important Things-Tasche, damit ich etwas habe, um Wunden desinfizieren zu können. Eine ganz obligatorische Sache und auch eine wichtige Sache aus meiner Sicht ist eine Rettungsdecke.
Sowas sollte in jedem Haushalt sein, vielleicht sogar in jedem Fahrzeug. Und man kann auch mit dieser Decke einiges machen. Ganz interessant finde ich die Mini-Toilette von Johnny Wee. Das sind also anscheinend zwei Notfalltoiletten, die man für unterwegs verwenden kann. Und auch sowas kann ich mir durchaus vorstellen, in den Bug-Out-Bag zu geben als zusätzliche Ausrüstung. Auch interessant sind diese beiden Klemmen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Das sind Nabelschnurklemmen. Auch so etwas hat er mir in zweifacher Ausführung hier hineingegeben. Eine medizinische Schere hat er noch beigelegt. Die sind immer so schön gebogen. Und man kann die auch sicher verwenden, um Kleidung aufschneiden zu können. Weil hier eine Seite keine Spitze hat. Also da kann man auch unter einem Kleidungsstück damit fahren und die aufschneiden zum Beispiel. Zwei verschiedene Spritzengrößen hat er mir hier noch hineingegeben. Auch da muss ich ihn noch fragen, was er da genau für Verwendungen vorgesehen hätte oder was man genau jetzt damit machen sollte oder im Erste-Hilfe-Bereich, wo man das genau einsetzt. Da werde ich mich ein wenig erkundigen bei ihm, weil er auch fachkundig ist und mir da sicher Auskunft geben kann. Eine große Rolle Pflaster hat er mir dann noch dazu gegeben, die man eben zuschneiden kann, und auch das finde ich eine gute Sache. Und soweit ich das sehe, ist das sogar ein Pflaster, das für feuchte Stellen gedacht ist, weil ich kenne das von mir zu Hause, das sind diese Pflaster, die auch auf nassen Fingern ganz gut halten oder nicht gleich abgehen, nur weil der Finger oder die Wunde feucht ist. Zwei kleine Zangen hat er mir auch noch mit hineingegeben, und das sind Zeckenentfernungszangen oder so. Ja, es sieht aus wie ein kleines Brecheisen, aber damit kann man Zecken relativ praktisch entfernen, und das ist auch eine Sache, die ich im Bug-Out-Bag sicher gut gebrauchen kann. Und zuletzt hat er mir noch eine Schiene mitgegeben. Also das ist ein Kunststoffteil, das man formen kann und das dann in Form bleibt, und damit könnte man zum Beispiel einen gebrochenen Finger schienen. Auch das habe ich so noch nie gesehen und das halte ich für eine absolut praktische Sache. Damit sind wir schon leer in dieser Schachtel, und ich kann nur noch einmal herzlichen Dank an Benjamin sagen, dass er mir so tolle Sachen zukommen hat lassen. Ich weiß jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit, was ich da alles verwenden werde für den Bug-Out-Bag, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, einiges bei mir in den Erste-Hilfe-Kasten im Haus zu geben. Und wie gesagt, bei den Dingen, die mir jetzt noch nicht ganz so klar sind, werde ich mich da noch beim Benjamin melden, dass er mir das genau erklärt, weil er mir das ja auch angeboten hat, dass er mir das jederzeit auch sagen kann, was ich damit tun kann. Und meine Frau ist natürlich noch diplomierte Krankenschwester, auch sie wird bei einigen Dingen mit Sicherheit wissen, was damit zu tun ist, und mir vielleicht auch direkt erklären können und zeigen können, wie man die anwendet, die Dinge. Erste Hilfe ist und bleibt für mich eine ganz wichtige Sache, und im Bug-Out-Bag sowieso. Wenn man irgendwo unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, einen Arzt aufzusuchen oder ein Krankenhaus oder sich irgendwie helfen zu lassen, dann muss man oder ist man gezwungen, selber etwas zu tun. Genauso ist es aber auch zu Hause, wenn es eine große Krise gibt oder einen Ausnahmezustand, wo eben die medizinischen Strukturen nicht mehr gegeben sind oder das ganze System zusammenbricht, dann wird es notwendig sein, sich selbst helfen zu können. Und da ist nicht nur das Wissen über Verbände und Erste Hilfe wichtig, sondern eben auch eine gute Ausrüstung. Und ich habe mich total gefreut, dass ich hier Hilfe bekomme von einem freundlichen Zuschauer, der für diese Sachen hier keinen Cent verlangt hat. Und das ist nur großartig. Und ich sage jetzt noch einmal Danke. Ich weiß, ich übertreibe vielleicht mit den Danksagungen, aber ich freue mich wirklich, dass jemand sich die Mühe macht und sagt, ich möchte diesem wahnsinnigen Österreicher da auf YouTube etwas helfen, und schicke ihm einfach hier ein paar Dinge zu, die er gut brauchen könnte und die auch sinnvoll sind für den Bug-Out-Bag. Und es handelt sich hier offenbar auch um wirkliche Profisachen, die ich so vielleicht gar nicht bekommen hätte. Damit bin ich eigentlich schon wieder am Ende dieses kurzen Videos. Wenn ich hier noch ein Update habe, was man mit den einzelnen Dingen noch machen kann oder was ich vielleicht weitergeben sollte, auch an euch da draußen, dann gibt es vielleicht ein kleines Update dazu. Ansonsten bin ich am Ende des Videos. Ist heute mal ein etwas kürzeres Video, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen, und bitte nicht vergessen, mit einem Abo unterstützt ihr meinen Kanal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox.